Brandenburg an der Havel ist ein Juwel unter den mittelalterlichen Städten. Das ganze Stadtgebiet ist durchzogen von Seitenarmen der Havel, von Kanälen und mittelalterlichen Flutgräben. Fast 20% der Stadtfläche sind von Wasser bedeckt. Aber die Stadt hat noch mehr zu bieten. Fast alle Gebäude wurden nach der Wende umfangreich restauriert. Heute erstrahlen ganze Straßenzüge in prachtvoller Schönheit. Disney hätte sie nicht besser in Szene setzen können. Während meiner Recherche zum Leniner Kloster stieß ich immer wieder auf Hinweise zum Dom von Brandenburg. Keine Frage, da musste ich hin, um mehr über die Geburtsstätte der Mark Brandenburg zu erfahren. Um in die wechselhafte Stadtgeschichte einzutauchen, müssen wir das Rad der Geschichte wieder mal sehr weit zurückdrehen. Alles fing an mit der Besiedlung der Slawen im 6. Jahrhundert. In einem Freilichtmuseum gibt es die Nachbildung einer Slawensiedlung aus dem 11. Jahrhundert. Hier wird das Leben der Slawen nachgestellt. Leider war es geschlossen, aber ein Blick über den Zaun konnte ich dennoch erhaschen. Aber neben dem slawischen Dorf erscheint auch die Stadt Brandenburg selbst ein Freilichtmuseum zu sein. Denn hier finden wir gleich mehrere kirchliche Bauten der mittelalterlichen Backsteingotik. Hinter den Mauern ist die Geschichte des Mittelalters bis hin zur Preußenzeit und weiter hinaus konserviert. Schon vom Domparkplatz aus ist das bekannteste Wahrzeichen Brandenburgs zu sehen. Jetzt nur noch über diese Brücke und schon betritt man das Areal des Brandenburger Doms, St. Peter und Paul. Der ganze Domkomplex mit seinen Nebengebäuden befindet sich auf der Dominsel, umgeben von Havel und Beetsee. Der Dom gilt als herausragendes kulturhistorisches Kirchengebäude und gleichsam als die Wiege der Mark Brandenburg. Die Grundsteinlegung der Domkirche fand 1165 statt. Später wurde sie dann erweitert mit der dreischiffigen Kreuzbasilika. Es war Otto I., der 948 das Bistum Brandenburg gründete, um die Slawen zu bekehren. Dieser erste Missionsversuch ging mit der ersten Erwähnung der Stadt einher. Die Mission allerdings scheiterte. Der zweite Versuch zur Stiftung eines Bistums erfolgte 1161, diesmal mit Erfolg. Und hier kommt Albrecht der Bär ins Spiel. Er war es nämlich, der die 170-jährige Herrschaft der heidnischen Slawen durch blutige Kämpfe zerschlug. Und das war die Geburtsstunde der Mark Brandenburg. Albrecht der Bär konnte sich fortan Markgraf von Brandenburg nennen und die Zeit der Christianisierung nahm ihren Lauf. Es entstanden Klöster und Kirchen und 1165 begannen die Arbeiten zum Dombau auf der Dominsel. Das Bistum konnte später vom ursprünglichen ersten Standort, von der St. Gotthard-Kirche, in den Dom übersiedeln. Der Dom wurde zum christlichen Mittelpunkt der Mark Brandenburg. Heute gehört das Gebäude zu den beeindruckendsten Monumentalbauten der norddeutschen Backsteingotik. Der Dom vereint Elemente der Romantik, Gotik und Renaissance. Alle Herrscher, wie die Markgrafen sowie Preußens Adlige, ja selbst Politiker der heutigen Zeit, waren und sind mit dem Dom auf das Engste verbunden. Alle zeitgenössischen Herrscher haben auf dem Domareal bauliche Spuren hinterlassen, indem sie es den Bedürfnissen ihrer Zeit umbauen oder restaurieren ließen. Der Erhaltungsprozess ist noch lange nicht abgeschlossen, deshalb werden auch Spenden so dringend benötigt, um das Monument der Geschichte auch für die Nachwelt zu erhalten. Aber jetzt werden wir erstmal einen Blick in den Dom werfen. Die karge Schlichtheit des Kirchenraumes lässt einen eintauchen in das Mittelalter. Dennoch gibt es eine Vielzahl an sakralen Heiligenfiguren und von biblischen Personen, meist aus Holz und Stein, die entdeckt werden wollen. Bemerkenswert auch die uralten Kirchenschätze und Reliquien.
Im Dom, hoch oben auf der Empore, dominiert die weltbekannte Wagner-Orgel. Sie gilt als ein herausragendes Beispiel für die deutsche Orgelbaukunst und ist ein wahrer Kulturschatz. Ihre Mechanik entwickelte sich im Laufe der Epochen weiter, aber eins ist geblieben, immer noch strömt Luft durch die Pfeifen. Ein Blitzschlag zerstörte die alte Orgel. Der bedeutendste Orgelbauer Joachim Wagner schuf zwischen 1722 und 1725 eine neue Orgel. Heute gilt die Wagner-Orgel nach mehreren Restaurierungen wegen ihrer barocken Größe und kraftvollen Klangqualität als historisches Kulturgut. Wer Zeit hat, sollte sich die Katakomben links neben dem Altar nicht entgehen lassen. Denn hier befindet sich das Dommuseum. Die hier für die Nachwelt ausgestellten sakralen Kunstwerke geben Einblicke in die religiöse Geschichte vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Zu den Ausstellungsstücken gehören Reliquien, Gemälde, Skulpturen und Altarbilder. Auch Exponate zur Architektur des Doms sind hier zu sehen, wie dieser Nachbau eines Baukrans aus dem 15. Jahrhundert. Von großer Bedeutung ist der Bestand an mittelalterlichen liturgischen Textilien. Das sind besondere Kleidungsstücke, die von Geistlichen während religiöser Zeremonien getragen werden. Die Familie von Schlabrendorf war eng mit dem Dom verbunden. Seit 1695 befindet sich die Familiengruft im Dom. Hier in der Krypta befanden sich auch die Särge der königlichen Hohenzollern-Familie. 1994 wurden sie in einem feierlichen Akt in den Berliner Dom überführt. Diese Holzfigur aus dem Jahre 1420 bis 1430 wird Ölberg Christus genannt. Beeindruckend, wie die Haltung und das Leiden Christi aus einem Stück Lindenholz herausgearbeitet wurde. Der Dom mit seiner historischen Geschichte ist mehr als das kalte Zeugnis der Vergangenheit. Ich hatte den Eindruck, dass der Dom zu einem kulturellen Ort der Begegnungen geworden ist. In einem Gebäude von gestern findet das kulturelle Leben von heute statt. Ohne die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das wohl nicht möglich. Historische und kuriose Geschichten über Brandenburg an der Havel erwarten euch im zweiten Teil.